Hexenmedizin. Die Wiederentdeckung einer verbotenen Heilkunst. Schamanische Traditionen in Europa. Ein Buch von Claudia Müller-Ebling, Christian Rätsch und Wolf-Dieter Stoll. Ein Vorwort von Wolf-Dieter Stoll. Hexenmedizin. Eine gute Medizin? Hexenmedizin ist Medizin der Erde. Es ist die älteste Medizin der Menschheit, die Heilkunde der wenigen noch existierenden Naturvölker. Es ist das Urwissen, die wahre Religio. Die Urerinnerung, das Erbe unserer steinzeitlichen Vorfahren, weitergetragen in ständig sich wandelnder Form durch das neolithische Bauerntum hindurch, durch die Bronzezeit, die Eiszeit, bis in das wundergläubige christliche Mittelalter. Die Inquisition versuchte, das alte Wissen zu zerstören. Aber weder Folter noch Scheiterhaufen noch der Kahlschlag der sogenannten rationalen Aufklärung, auch nicht die reduktionistische Zwangsjacke einer seelenlosen, positivistischen Wissenschaft vermag dieser Naturmedizin dauerhaft Schaden zuzufügen. Denn sie lebt nicht allein von morschen, staubigen Überlieferungen, sie wird gespeist aus der klaren Quelle der Hellsichtigkeit, aus der unmittelbaren Inspiration der Devas, aus den Eingebungen der Geister der Pflanzen, Tiere, der Steine, Sterne und Elemente. Bei der Hexenmedizin geht es um Wissen, um die Heilkräfte unserer inneren und äußeren Natur. Hexenmedizin ist mehr als nur ein faktisches Wissen um die Heilpflanzen, Giftgewächse, psychedelischen oder gynäkologischen Mittel. Es geht um die verschüttete Fähigkeit, mit dem Tier- und Pflanzengeistern zu reden und mit ihnen Freundschaft zu schließen. Es geht um die Ekstasefähigkeit, die diese Kommunion mit den Geschöpfen ermöglicht. Diese Naturmedizin kennt zwar die Powerpflanzen, die Rausch- und Ekstasebringer, die den Menschen ergreifen, die Grenzen seines alltäglichen Daseins sprengen und ihn in jenseitige Welten katapultieren. Sie kennt vor allem aber auch die milden Gewächse, die kosmischen Harmonien einfangen und sie dem Menschen vermitteln, so dass Heil sein kann. Nur wenn die Ausstrahlung des Menschen glücklich und gesund sind, kann die Natur glücklich und gesund sein. Deswegen hält Mutter Gaia kraftvolle Kräuter und Wurzeln bereit. Hexenmedizin transzendiert die Schulmedizin, die im Korsett der experimentellen Naturwissenschaft eingeschnürt nur das materiell Erfassbare, das Äußerliche misst und dokumentiert und blindtastend nach dem Prinzip der Trial and Error vorgeht. Hexenmedizin sieht das innere Wesen der Krankheit, die Würmlein klein ohne Haut und Bein, die Hass- und Neidwürmer, die uns wurmen und uns die Lebenskraft wegsaugen. Sie sieht die Zaubergeschosse, die verletzenden Gedanken, die sich tief in das leiblich-seelische Gefüge einbohren. Die Heilung der Schäden, die diese ganz real ätherisch-astralen Entitäten und okkulten Negativenergien hervorrufen, ruft der Hexenmediziner, der Schamane, die Schamanin, ihre Verbündeten. Das sind die Pflanzen, Steine, Tiere, das Wasser, das Feuer, die Erde. Auch diese haben eine tiefe Dimension, in ihnen verkörpert sich Geistwesen, Engel und Devas. Mit ihnen kann man reden, sie können antworten. Hexenmedizin weiß um die Lebendigkeit des Seins und die Seelen und Geister aller Geschöpfe. Sie ist magisch und deswegen verunsichert sie diejenigen, deren Seele tot ist und erstarrt, deren geistiges Auge geblendet ist. Sie macht ihnen Angst, da sie ein Spiegel ihres Unvermögens ist. Für die bigotten Inquisitoren rührt die Wirkkraft dieser Medizin vom Teufel her. Die Hüterin uralter Weisheit wurde zur Buhlerin des Bösen gemacht. Für die armen Schulmeisterlein des selbstbenannten Aufklärungszeitalters war die Hexenmedizin lästiger Aberglaube, falsches Denken, das aus dem Landvolk herausgedroschen werden musste. Für die Herren der heutigen Ideologie ist sie schließlich indiskutabel, etwas für Schizophrene, für Geisteskranke, bestenfalls für hoffnungslose Romantiker. Und dennoch wird sie es sein, die uns aus unserer gegenwärtigen ökologischen und seelischen Krise herausführen kann. Denn ihre Wurzeln reichen tief und zapfen die heilenden Gewässer des Urwissens an. Aber auch das muss gesagt werden. Es gibt sie, die böse Hexe. Auf der ganzen Welt, von Südamerika bis
bis Ostasien, von Afrika bis Ozeanien kennt man den asozialen Zauberer, die böshafte Zauberin, die von Missgunst und Neid getrieben ihr okkultes Wissen einsetzen, um anderen Schaden zuzufügen. Vor allem in unstabilen Gesellschaften, wo Armut, Gewalttätigkeit und Konkurrenzdruck vorherrschen, werden ihre Machenschaften gefürchtet. Ein zentrales Anliegen der afrikanischen Medizin ist es, derartige Schadenszauber ausfindig und unschädlich zu machen. Ethnologen haben genügend Beispiele von Hexerei und Voodoo-Mord aus exotischen Ländern zusammengetragen. Aber auch in der westlichen Welt gibt es das Phänomen. Mitte der 70er Jahre strömten Hippies, alternative Kommunarden, illegale Einwanderer, gescheiterte Existenzen und Hunderttausende Südkalifornier auf der Flucht vor Gewalt und Umweltkatastrophen in die noch unberührten Wälder des Bundesstaats Oregon. Das resultierende unstabile soziale Klima wurde der Nährboden für Zauberei und krankhaften Okkultismus. In diesen Jahren, ich lebte damals in Oregon, häuften sich die bizarren Vorfälle. Immer wieder fanden Farmer Pferde und Kühe tot auf den Weiden. Ihnen waren Geschlechtsorgane und Euter herausgeschnitten worden. Nicht weit von meinem Wohnort wurde ein Anhalter aufgegriffen, seine Taschen voll abgeschnittener Menschenohren. Die Tankstelle, an der ich gewohnheitsmäßig tankte, war eines Tages unbedient. Der Grund: ein Biker hatte die Tankstellenwärterin erschlagen und ihr das Blut aus den Schlagadern gesaugt, ehe er weiterfuhr. Man sprach von Hexerei und Satanismus. Mit der Hexenmedizin, von der hier die Rede ist, haben solche Pathologien nichts zu tun. Auch mit dem rabiaten, männerfeindlichen Feminismus, der in Oregon zur damaligen Zeit seltsame Blüten trieb, hat Hexenmedizin nichts zu tun. Die archaische Medizin ist ganzheitlich, männlich und weiblich, Sonne und Mond. Und schließlich gibt es noch die böse Mädchenhexe, die kleine Kinder frisst, wie wir es aus Hänsel und Gretel kennen. Aber bei ihr handelt es sich niemals um einen lebenden Menschen, sondern um einen negativen seelischen Archetypus, der die Reifung der individuellen Seele blockiert und hemmt. Diese Hexe versinnbildlicht die Angst, die das Licht der Wahrheit fürchtet. Sie haust im Dunkeln, unbefruchtet von Licht. Da sie von der Ganzheit des Selbst abgespalten ist, kann sie nicht leuchten. Sie ist notgedrungen hässlich. Wie die alte Winterhexe aus Stroh, die das Landvolk im Frühling verbrennt, damit die schöne Göttin des Sommers Einzug halten kann, muss auch diese Hexe durch das läuternde, verwandelnde Feuer des Geistes gehen. Erst dann kann sich die Königstochter Anima mit dem Königssohn Animus vermählen. Die Hochzeit versinnbildlicht das Finden zum Selbst, das Heil- und Ganzwerden. Die kirchlichen Fanatiker, die Inquisitoren, waren selbst von dem Archetypus der hässlichen, lebensfeindlichen Hexe besessen. Sie projizierten ihre seelische Krankheit, ihre Besessenheit auf arme, alte, schuldlose Frauen, die sie folterten und auf dem Scheiterhaufen verbrannten. Was ein innerer seelischer Prozess der Ganzwerdung sein sollte, wurde so zu einer äußeren, schwarzmagischen Handlung. Um Hexenmedizin ihrem Wesen nach zu verstehen, müssen wir tief in die Brunnen der Erinnerung schauen. Sie hat ihre Wurzeln in der Naturerfahrung unserer steinzeitlichen Vorfahren. In diese Gründe wollen wir nun eintauchen.